Let's play Vectrex. Jetzt sind wir mit dem Lightpen dran. Wir spielen Artmaster, oder zeichnet. Ich gehe gerade mal auf Sketch. Man kann hier mit dem Lightpen mit dem Kreuz um anfahren. Wir brauchen dazu noch das Joystick. Mit dem Maus kann man Linien malen. So also Freihand. Mit dem 2 kann man ja halt so gerade Linie zeichnen. Mit dem 3 kann man alles wieder löschen und mit dem 4 kann man so Ventilatoren oder so Sterne oder was auch immer zeichnen. Dritte Sachen. Feuerwerk, Explosionen, was es dann auch immer ist. Ich versuche jetzt da mal etwas zu zeichnen. Genau. Ja, und nachher gibt es noch weitere Stufen, Animate und so und Connect. Das eine ist ein bisschen ein Spiel, wo man Punkte verbinden muss. Das ist nicht besonders interessant. Animate kann man so leichte Animationen machen. Aber ich denke, dass das andere Programm, das für die Animationen da ist, ist definitiv besser. Das wäre es wieder gewesen heute mit Let's Play Vectrex.